So, einmal die Jagdrunde beginnen. Fahren wir erstmal hier hinten lang. Manchmal hupft hier ja schon was rum. Das heißt ja nicht, dass ich wieder So. Glück habe und habe die 8 Bären auf derselben Stelle. Da hüpft vielleicht so ein Hirsch ins Auto. Ein Hirsch, genau. Ein Hirsch, ein Ein Herbert. Hirsch, ein Herbert Hirsch. Herbert, der Hirsch. Von Familie der Waipipis. Keine Gewaipipis. Ahnung. Oh, da. Ja, raus hier. Spring aus. Ah, steig aus. Nimm die Waffe. 2. Ja, ich war schon mal besser mit Zielen. Alter. Was ist denn mit meiner Maus los? So, einer liegt. Der andere muss doch da auch irgendwo rumrennen. Da rennt er, da kommt er doch schon. Hä? Achso. Na komm wieder, komm wieder, komm doch einfach wieder. Bist denn hin? Nicht wegrennen. Jawohl. Wer braucht denn hier ein Snipergewehr in-game? Ich meine, die Pistole, die schießt ja auf 800 Millionen Kilometer. Revolver, ja, der Ja, ist ja. krass. Ironside, weißt du? Na. Damit machst du einen 360 No-Scope. Und da liegen die Viecher. Noch ein Zielfernrohr vorne dran. Gib Vielleicht noch einen ihm. kleinen Schalldämpfer. Erweitert das Magazin für den Revolver, weißt Na. du? Dann läuft's. Aber hey, Boah, da die sind. Säge ist echt schnell. Also das ist echt krass. Ja, und die ist auch genauso schnell leer. Weil du weißt ja, jedes Boah. Mal wird Benzin abgezogen, wenn ein Ja. Stamm durchgelaufen ist. Aber ich finde es auch cool mit den Geräuschunterschieden, die sie da nutzen. Dass sie wirklich Ups. echte Sounds verwenden von den jeweiligen Geräten. Außer vom Radio, das klingt irgendwie nicht nach Radio. Ja. Ui. Hey, der nächste Kandidat. Hallo, mein Freund. Ja, komm. 3, 2, 1, bleib stehen. Ah, du willst direkt zu mir kommen, ja dann. Ach, erst nachladen drücken, dann auf die Hand und dann zurück. Genau. Bringt mehr. Ihr seid doch nie alleine unterwegs. Wo ist denn deine Schwester, dein Bruder, deine Mutter, dein Vater, deine Tochter, deine. Keine Ahnung was. Kein Huhn, kein Schwein, kein Lamm, keine Sau, kein Huhn, kein Schwein. Ja, Der das hat ist auch nicht ganz unbedingt. gut, dass wir gesagt haben, einer macht mal eben das, einer macht das. Ja. Ja, das ist Sonst würde ja nichts Arbeitsverteilung. vorankommen, weil so können wir wenigstens Holz verkaufen am Ende. Wieso sollen wir Holz verkaufen? Du willst doch bauen. Jeder Zaun kostet Holz, ihr Boden, Ja, Dach, aber alles. Holz gibt's ja genug. Holz vor der Hütte, ja. Können sogar. Ah, Mann, jetzt fahr doch da drüber. So. Ja, eine Kühlbox ist zumindest schon mal voll. Und ich habe noch nicht mal die Bären Na, angerührt. das ist doch Also, was. das heißt, ich fahre jetzt Richtung Best Burger. Verkaufe das Wildfleisch, was ich jetzt schon habe. Und ich bin. Sag mal, wo bin ich denn? Ah, verkehrt abgebogen. Das bin ich. Ja, auf jeden Fall verkaufe ich jetzt das Wildfleisch. Wenn wir Glück haben, wir haben Multiplikator, dann fahre ich direkt zu den Bären. Ich bitte die dann ganz lieb mal einzusteigen. Ja, in die Kisten. Ja, alle können wir nicht hier drinnen sitzen, weißt Ja, nee, muss ja schon fair auch Ja. portioniert sein. Genau, platztechnisch. Es geht ja nur um den Platz, weißt Genau, du? Es ist ja nicht so, genau. als wenn ich die alle immer gleich töten muss. Nein. Außerdem, Das ist die logistisch. schlafen ja nur. Weißt du? Von den Winterschlaf. Schlafbohnen, die ich denen da gebe. Winterschlaf. Ja, das sowieso. Oh. In der Kühltruhe. Das war der Baum des Todes. Oh, würde das die Peter hören? Was, der Baum des Todes? Nee, mit den Oder wegen dem Bären. Winterschlaf? Ach,
Okay, hier sind auf jeden Fall 3, 4, 6 ganz viele. Das ist schön zu sehen. Und ich falle jetzt hier um und... Irgendein Peter wird ja am Ende noch kommentieren. Allein schon, weil ich jetzt Peter sage. Ja, und der Peter Pan auch. Ja. Die können wir mal auf meiner Flöte spielen. Egal. Spiel sie jetzt, habe ich einen Strike. Egal. Das Lied vom Tod. Ich spiel mir am Glied bis zum Tod. Oder? Ach Gott. Captain Niveau. Wir sinken. Ja, genau. Und das so früh am Morgen. Schlimm. Ja, und? Ich trinke auch schon Tequila, weil ich die Flasche verpeilt habe. Es war alles weiß. Sierra Tequila. Weißt du, außerdem hier in-game ist 12 Uhr, ich darf. Ja. Und für einen echten Gamer 10 Uhr in-game hat das, mit dürfen hat das doch sowieso nichts zu tun. Doch, kann ich hier Paletten bauen, so als Deko? Paletten? Als Deko? Ja. Nee. So eine Euro-Palette, wo ich dann das Holz drauf stapeln kann? Eine Euro-Palette kannst du ja nicht bauen. Und dann später mit einem Gabelstapler oder so transportieren kann? Das fehlt mir noch, sowas, wo ich das Holz so draufpacken kann und dann mit einem Stapler das irgendwie auf den Hänger pack und eine ganze Palette verkaufe. An Holz? Ja. Ja. Dann würde ich einfach das Holz nehmen in den Stacks und dann auf den Anhänger laden und dann hinfahren. Das sieht genauso aus von Weitem. Ja, aber es geht ja um das Feeling. Die Palette kannst du irgendwo positionieren noch, schön. Never stop this feeling. Und dann kannst du da so Spanngurte hinmachen, weißt du, dann wird die noch schön gesichert. Ach so, ah ja, okay. Und ich schmeiß einfach mal das Auto rum. Ey, jetzt kommt dann Trestor halt rum. Ey, sag mal. Aber ein zweites Auto wäre echt nicht schlecht langsam. Warum? Na, wegen Holz. Dann kann man das Holz auch von weiter weg. Hallo Bär. Ranschaffen. Ich park mal um und dann kannst du mal gerne kommen mit deinem Bruder da oder Schwester. Und ich fliege weg, yeah! Oh, scheiße! Natürlich direkt vor die Schnauze eines Bären gelandet. Ich hätte jetzt gelacht, wärst du hier gelandet. Ja, jetzt. Ah! Hör auf mich zu beißen! Sau! Immerhin, ich bin nicht weit weggeflogen. So, Ruhe ist. So, okay. Einer. Dann ist noch einer. Dann tun wir die alle auf denselben Fleck. Hey, du. Ich rede mit dir. Komm her. Zwei. Drei. Mhm. Hier ist dein Bruder oder Schwester oder Onkel, egal. So. Gut. So, und jetzt du? Ich hab dich doch vorhin schon mal gesehen. Ich sehe es an deinem blöden Grinsen. So, komm mit. Au! Komm. Bob, leg dich da mal hin. Alter, immer diese Shift-Tab. Du darfst nicht rennen und dann bei Tab drücken wollen. Scheiß Team. Ja, und jetzt schießt doch einfach mal in den Boden. Aber egal. Wenn du zu schnell drückst beim Anvisieren, passiert das. Dich interessiert das nicht? Okay, der rennt weg. Warum rennst du jetzt weg? Ich bin hier. Nicht wegrennen. Ich bin dein verletzt, Essen. Genau. Angst. Oh, es rennen gleich zwei hinter mir. Das ist auch schön. Welcher war denn das jetzt, der sofort stirbt? Der. Okay. Schnellfeuer Revolver. Ich habe den neuen G3 Revolver, genau. Ja. 36 Schuss Vollauto und Laserscope. Ich würde sagen, in den Worten von Deadpool, wir sind alle tot. Oder in den Worten von Geralt, fuck. Fuck. La 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 la. Pippin? Jetzt bin ich angetippert worden, ganz toll.
Leute, ich bin live. Ich kann nicht alles. Ich kann nicht alles. Ich kann nicht. Oh, Alter, wie die hier aussehen. Ach, So, hier. Bretter geben Stack, ne? Gehst du mal ordentlich brettern. So, da habe ich hier ordentlich was geleistet jetzt. Was erzählt er denn hier als? Irgendwie sieht er so aus, als fände das nicht gut, dass ich ihn erschossen habe. Naja. Danke. Oh Gott, jetzt kullert das ganze Fleisch darunter. Ups. Showing. Wie viel passt denn jetzt hier noch rein? Nix mehr. Gut. Na. Vor allem jetzt werde ich noch über Steam angeschrieben. Ich meine, über Twitch hier könnte ich es lesen, aber Steam? Hm, ist gerade schlecht. Ja. Weiß Ist jetzt vielleicht das. nicht, dass du am Stream bist. Nein! 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 Das Fleisch ist weggepackt! Das Ach, ist im Berg Mist. verschwunden. Das ist jetzt durch die Map gefallen. Oh Hallo. Mann! Wo ist denn der Brunnen? Passiert. Ich hüpfe mal rein. Und dann springe ich auch unter die Map und sammle das Fleisch noch. Ich schick's dir dann per E-Mail und alles ist gut. Ja, genau. Herr Boss Mann! ist dann in Der 3 Tagen Boss! da. Gammelfleisch. Kann ich auch Döner Gammelfleisch! machen? Naja, Gammelfleisch, Bärenfleisch, wo ist der Unterschied? Schon mal Bär Für gegessen? Döner, Boah. für deutschen Döner reicht's. Ah, das glaube ich nicht. Doch, Doch? definitiv. Ja. Okay. Deutscher Wenn du dich Döner. mal informierst, dann, wenn du mal schaust, was im Döner so drin ist hier in Deutschland, dann. Ja. Nur das Beste. Ja. Das Beste vom Müll. Hol ihn raus, den Dieter. Zeig ihn, dass du ihn hast. Nein, es hat mir schon meine Strafanzeige gebracht. Okay. So, ich habe jetzt hier eine Der aus Palette den Holz. Osties. Quietsch. Und ich fahre schon wieder Scheiße. Eine ganze Palette. Brauchst du noch irgendwas am Metall oder sowas? Wir haben nämlich 180, also Moment, sage ich dir 10 Metall gleich. könnte ich mitbringen. Ich bin nämlich jetzt gerade beim Baumarkt. Fürs Hühnerhals. Ich Da glaube 18, brauchen ja, wir also. Metall. Wir brauchen insgesamt 52, 5 haben wir schon drin, also 47 Holz. Wie? 47 Metall. Alter Schwede, okay. Also über 500 Ocken. Ja, nee, so viel habe ich jetzt. Nö. 47 Metall brauchen wir insgesamt. Nee, da müssten wir alles schlachten, was du da hast, und dann hätten wir es noch nicht mal ganz. Tja. Ein Hahn bringt, glaube ich, 100, wenn du ihn lebend verkaufst. Wenn du ihn schlachtest, 60. Aber wenn du dann Ei mit ins Huhn packst, weißt du? Dann wird es wieder teurer. Schweinefleisch, Hühnerwurst ist im Moment im Angebot. Und Ei. Ei, 1,9. Bring alle Eier her, die werden verkauft. Nein. Das bringt nichts. Ich steh hier nicht ganz drauf, aber ich probiere es. No. Ja, doch, geht. 240 Ocken. Jetzt haben wir 420. Ja, beim letzten Mal haben wir echt Glück gehabt, dass wir zweimal hintereinander Multiplikator hatten auf Wild. Na, haben wir vielleicht wieder Aber später. nicht ganz wild. Vielleicht haben wir nachher Glück. Nee. Aber ich könnte mal gucken, ob die Wölfe wieder da sind, weil die waren ja so easy peasy zu erledigen. Ja. Du schießt einen an und alle anderen kommen. Bis ich tot beißen, hast du achtmal nachgeladen. Und dreimal in den Boden geschossen. So, Dann guckst Überblick. du mal nach. Die waren doch hinten bei dir. Wo ist denn hinten bei dir? Ich habe mich irgendwie jetzt gerade so oft im Kreis gedreht. Wo bin ich denn selber da? Ah, ich guck dich genau an. Also war die Richtung schon mal richtig? Schupp. Miau. Jetzt überleg dir wirklich mal, wir hätten hier ein Schadensmodell. Oh, dann wäre jetzt die Karre kaputt. Längst tot. Erstes das. Längst.
Finish him. Ey. Boah, hier aber sowas von perfekt an deinem Haus angeeckt. Macht nichts. Ich verputze ich nachher. Ui, hat er hier eine Scheune hingeklatscht. Ja. Wo sind wir beim letzten Mal hier lang? Irgendwo hier im Berg hoch, gell? Da. Da sind wir den Berg hoch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, hier hinten. Ja, kann ich dir nicht sagen. Ey. Sag mal. Sobald die Karre umfällt, schmeißt er mich aus dem Wagen. Ist doch auch nicht normal. Echt? Das hatte ich nicht bis jetzt. Und ich bin schon ein paar Mal kopfüber. Ich habe als gedacht, ich hätte eh gedrückt, aber eben das erste Mal nicht. Da ist mir vollkommen bewusst gewesen, dass ich nicht die Hand auf der Tastatur hatte. Ach so, ich hätte ja für den Stall ein Fundament bauen können, oder? Für den Stall? Nee, so. Kannst du kein Fundament drauf bauen. Nee, drunter setzen und den Stall drauf? Nee, das geht bei dem nicht. Nee, leider nicht. Aber hier sind keine Wolfes. Wölfe. Ich habe sogar die Hose offen, riecht jetzt nicht. Kommt mal. Deswegen siehst du sie nicht, die verstecken sich alle. Achso, die denken. Die denken sich, oh mein Gott, der Vergewaltiger wieder. Den schon wieder. Der Tierfetischist. Was ist das denn hier? Hier oben ist ein Gebäude. Reiß ab. Alles, was Geld gibt. Genau, ich verkaufe das Gebäude. Ach, das ist der Baby und der Class Shop, der noch nicht da ist. Ja, ich, ganz ehrlich, ich habe einen Revolver. Ich werde hier eh bald nicht mehr jagen oder sowas, wenn die Geschäfte offen haben. Ich werde hier einfach alle überfallen. Ja, no. Ich gehe genau. Vor die Nase und sage, ey, gibst du mir. Mach Geld auf. Mach Geld auf, sonst. Mach Kasse auf, gib Geld du. Raus. Genau. So. Sonst mach ich dich Krankenhaus. Genau. So, kein Bock mehr, Tiere zu suchen. Was machst denn du hier? Quietsch. Kann man hier reinfahren? Würde ich noch nicht riskieren, weil das sind noch die. Nachher bestimmt. Nachher geht das bestimmt. Genug Sprit verfahren. Ein bisschen Kohle haben wir. Das war nicht das unbedingt, was du wolltest. Ja, ach. Wenn es für ein bisschen Metall für einen Hühnerstall reicht. Na, das dauert jetzt halt ein paar Tage. Jetzt hast du schon wieder einen Küken. Also jetzt schlüpfen die ganzen Gören. Jetzt komm her. So. Pack rein in den Hühnerstall, brauchen wir. Ja, das ist halt nur für 5 Hennen. 1, 2, 3. Ja, wenn du Glück hast, 4 sind drin. Oder ein Hahn. Ja. 4 Hände, ein Hahn sind drin. Ja, und jede Menge Eier. Ja, wir brauchen Metall. Wie kann man hier noch Geld machen? Ja, so wie du es gerade tust. Stall bauen. Jagen, dann eine Kuh kaufen, dann Milch verkaufen, dann. Also, beziehungsweise du kannst auch einen Topf und einen Gaskocher noch finanzieren. Und dann machst du Käse mit Ei. Das bringt 70 Ocken pro Käse. Und eine Kuh kann man 2-mal am Tag melken, sprich, nach dem ersten Tag kannst du jeden Tag 2 Käse verkaufen, die bringen 140. So. Heißt, der Stall ist zu klein. Nö, du kannst auch ein Gehege noch außenrum machen. Ach so. Die Kühe dann langlaufen. Draußen. Ach, dann hätte ich hinten auch am besten ein Tor reingebaut. Nö, das brauchst du jetzt nicht. Du baust einfach nach vorne hin ein Gatter raus. Und das dachte ich mir halt so, dass ich vielleicht ja, in so, beide Richtungen... Ja, so hier so entlang, einfach geradeaus einen Zaun drumherum oder so halbrund. Das sieht natürlich auch geil aus.